Im folgenden Video zeige ich dir, wie du eine knifflige Frage zur F1 löst, die viele im Prüfungstrainer falsch beantwortet haben. Es ist eine Frage, die du schon kennst. Das ist eine Originalprüfungsfrage, die in den letzten Jahren gestellt wurde, genau genommen im März 2019. Die fällt aber vielen, die im Prüfungstrainer lernen, schwer und dementsprechend bearbeite ich sie mit dir. Wenn du diese Frage gerne selber jetzt lösen willst, bevor ich dir die Lösung verrate, dann geh gerne unten in der Beschreibung auf den Link zu dieser Frage und kannst die Frage lösen. Drückst auf Pause, löst die Frage und danach schaust du den Rest vom Video an, wo ich dir die Lösung erkläre. Gut. Also, jetzt sind wir hier bei dieser schwierigen Frage zur F1. Welche der folgenden Aussagen treffen zu? Diagnostische Leitlinien für den schädlichen Gebrauch von psychotropen Substanzen sind. Und jetzt kommen wir schon auf den Schlüssel dieser Frage, weil hier steht schädlicher Gebrauch. Und spontan, wenn du jetzt hier die Antworten weiterliest, denkst du an Abhängigkeit. Hier ist aber nicht nach Abhängigkeit gefragt, sondern nur nach dem schädlichen Gebrauch. Und was ist nochmal schädlicher Gebrauch? Schädlicher Gebrauch ist, wenn du die Substanz einnimmst, obwohl es dir nicht gut tut. Einfach gesagt. Dann schauen wir uns mal die Antwortmöglichkeiten an. Erstens, sozial unüblicher Konsum der entsprechenden Substanz. Das ist falsch. Das ist egal, ob das sozial unüblich oder ist oder nicht. Also wenn du jetzt in einem Land wohnst, wie zum Beispiel in einem islamischen Land, wo es nicht üblich ist, Alkohol zu konsumieren, da ändern sich die Diagnosekriterien für eine Sucht trotzdem nicht. Das sind die gleichen Kriterien, da ändern sich auch die Diagnosekriterien für einen schädlichen Gebrauch nicht. Also hat nichts mit diesem sozial Unüblichen zu tun. Ein starker Wunsch oder eine Art Zwang, die Substanz zu konsumieren, wäre ein Kriterium für eine Abhängigkeit, also ein Suchtkriterium. Wir sind aber nicht nach Suchtkriterien oder Abhängigkeitskriterien gefragt worden, sondern wir sind gefragt worden nach Kriterien für schädlichen Gebrauch. Also es ist kein Abhängigkeitskriterium gefragt. Genauso bei drittens. Fortschreitende Vernachlässigung anderer Interessen zugunsten des Substanzkonsums. Ist auch wieder ein Kriterium der Abhängigkeit. Also die zwei sind Kriterien für Abhängigkeit und nicht für den schädlichen Gebrauch. Ja, jetzt muss ich da wirklich viele Buchstaben schreiben. Okay, ich mache einen Punkt. Das ist jetzt eine Abkürzung für Abhängigkeit. Und hier nochmal ganz klar, ne, das ist nicht das Gleiche. Diese Verbindung gibt es so nicht. Schädlicher Gebrauch ist nicht Abhängigkeit, ist was anderes. Schauen wir uns viertens an. Körperliche Störung aufgrund des Substanzkonsums. Ja, das nennt man schädlichen Gebrauch. Und psychische Störung aufgrund des Substanzkonsums. Ja, auch das ist ein Kriterium für schädlichen Gebrauch. Eine körperliche Störung aufgrund des Substanzkonsums könnte zum Beispiel eine Magenerkrankung sein oder eine erkrankte Leber. Das sind typische körperliche Folgekrankheiten. Es gibt natürlich noch viel mehr, aber das sind jetzt typische. Oder eine psychische Störung aufgrund des Substanzkonsums könnte Angst sein, Depressivität, Gereiztheit. Da gibt es sehr viele mögliche Symptome. Also entscheiden wir uns, 1, 2, 3 sind falsch. Da geht das nicht, weil da die 1 ist, das nicht, weil da die 2 ist. Ah ja, hier nur 4 und 5 sind richtig. Ich entscheide mich für Cäsar, nur 4 und 5. Und das stimmt sogar. Ich hoffe, du hattest diese Antwort auch richtig. Und wenn nicht, dann hast du was Wichtiges gelernt. Und ich wünsche dir viel Erfolg bei deiner Prüfung und hol dir gern die Likamundi als Unterstützung. Wir haben sehr viele tolle Dinge im Angebot, auch sehr viele kostenlose Dinge im Angebot, die du dir als Unterstützung für die Vorbereitung auf deine Prüfung holen kannst. Informiere dich auf unserer Website oder melde dich bei unserer Schülerbetreuung. Die helfen dir gerne weiter.